habe ich im Frühjahr schon mal aufgenommen. Oder so ähnlich. Das war aber nicht der Dampfer hier. Da kommt noch einer. Da kommt noch einer. Der Dampfer dreht dort, der fährt nach Meißen, der kommt nicht hier lang. Ich sehe das gerade, wie der unter der Brücke dreht, also vor der Brücke dreht. Die Sonne wieder. Ich hab Leute. Ich hab Leute. Hallo. 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 Ich begrüße dich ganz herzlich. Das war nicht Schrank. Ja, hier sind immer irgendwelche Geräusche. Ich dachte, jetzt kam hier gerade was gefallen vom Baum. Jetzt kam gerade was gefallen vom Baum in den Fahrradkorb. In den Fahrradkorb. Und jetzt blendet mich hier wieder die Sonne. Also ich könnte blöd werden. Wirklich war, es ist. Naja, gut. Ja, jetzt blendet mich das. Ich soll gucken, dass es nicht blendet. Ne? Ja. Hier blendet es nicht. So, okay. Aufnahme. Klapp. Und jetzt kommen wieder Leute. Na gut, okay. Hallo. Hallo, ich begrüße dich ganz herzlich mit Bäumerauschen. Es ist Herbst. Ich begrüße dich ganz herzlich zu diesem Video. Schön, dass du wieder mit dabei bist. Wie geht es dir? Wie geht es dir? Wie geht es dir wirklich? Interessiert das jemanden, wie es dir geht? Interessiert das jemanden? Interessiert das? Interessiert das jemanden, wie es dir geht? Fragt dich das jemand? Fragt dich das jemand, wie es dir geht? Fragt dich das jemand, wie es dir geht? Fragst du dich das selber auch? Ist es anderen egal? Und ist es dir selber auch egal? Es ist aber nicht egal. Glaube mir. Denn spätestens, wenn die ersten Symptome kommen, wie Verspannung im Nacken oder in der Schulter, Kopfschmerzen oder Rückenschmerzen oder Kniebeschwerden, selbst bei jungen Leuten, bei jungen Menschen. Selbst bei jungen Menschen ist das oft so. Diese Symptome wollen uns anhalten und zum Nachdenken anregen. Zumindest geben sie ein kleines Stoppsignal. Diese Symptome geben ein kleines Stoppsignal. Oh, in dem Teil. Nimm noch bitte. Gut. Die sind mir so dicht über den Kopf geflogen. Hättest du doch auch gar nicht gekämpft. Das ist doch eine Scheiße, dass das immer nicht funktioniert. Das ist jedes Mal das Gleiche. Das ist doch nicht wahr. Das musst du mal halten jetzt. Nein, ich geh ja nochmal.
die Bank ist schön angewärmt. Die Bank ist schön angewärmt. Hallo, hallo, ich begrüße dich ganz herzlich zum heutigen Video, zu diesem Video. Schön, dass du wieder mit dabei bist. Die Sonne blendet mich hier. Jetzt kommt die Sonne raus. Es ist so schön. Das ist so schön, dass die Sonne rauskommt. Und dann blendet sie gleich wieder. Aber ist egal. So ist das Leben, ne? So ist das Leben. Nein. Wespe. Och Mensch. Das gibt's nie. Ist sie weg? Ich hoffe. Ja, hier war eine aggressive Wespe. Ich glaube, wenn ich noch dort das mache, ist es besser, ne? Wenn ich so nach dort gucke. So blendet mich das. Das ist bestimmt zu hell. Aber ich will trotzdem mal kurz was sagen. An dieser Stelle hier. Wir suchen uns dann noch ein anderes Plätzchen. Und zwar geht es darum, ob Malen eine Therapie ist, ob Malen eine Therapie sein kann. Und das sage ich ja mit Ausrufezeichen. Zumindest tut es gut, das Malen oder das Rumkriegseln. Es kann Emotionen lösen, indem du Farbe nimmst, schwarze Farbe, wenn du Wut hast, oder rote Farbe und einfach drauf losmalst. Einfach drauf loskritzelst. Und das löst Emotionen oder löst die Emotionen auf. Nur zur Abwicklung der Emotionen tut das gut. Und das Malen an sich ist ja auch gut. Wenn man zum Beispiel den Baum abmalen möchte, guckt man sich ja genau an, wie die Äste sind und wo das alles ist. Ein wunderschöner blauer Himmel jetzt. Ja, die sagen auch, was die Raben. Aber jetzt gehe ich an einen anderen Ort, weil es blendet doch zu sehr hier. Aber das wollte ich gern sagen. Jetzt komme ich nicht hin. Umarme auch mal einen Baum. Das Mikrofon reicht nicht, ich komme jetzt nicht hin. Ach ja, so ist es. Ja, das ist die beste Einstellung. Ich möchte mit dir ein Bild malen, ein Bild gegen die Angst. Ich möchte mit dir ein Bild malen, ein Bild malen gegen die Angst. Das bedeutet, ich habe helle Farben gewählt. Hallo. Was angesprochen? Hallo. Hallo. Wie geht es dir? Wie geht es dir wirklich? Na klasse, jetzt liegt es mit dem Dreck. Das ist ganz wunderbar. Ach, wir müssen auch. Mikro anstecken, ich kann es auch halten jetzt. Hier, guck mal. Fitz. Oh, das ist toll. Los, Batsch. Ach ja. Das schief ist jetzt oder nicht? Na klasse, jetzt liegt es mit dem Dreck. Das ist ganz wunderbar.
nimmt es ab. Oder Durst. Ja, klasse. Ich werde hier wahnsinnig. Ja, ist ja klar, ist ja klar. Liegt ja bloß im Zeckendreck. Ja, ist ja klar. Es ist zum Kotzen. Also was ist denn heute los? Es soll nicht gehen, es soll nicht sein, ne? Ich mach's trotzdem. Es liegt bestimmt an mir. Ich soll nicht so ein Weichei sein. Danke, Universum. Jetzt kommt schon wieder was geflogen, ja. Ich soll nicht so ein Weichei sein. Ich soll mich nicht so haben. Immer diese Gefühlsdudelei. Was ist dieser Quatsch? Ach, lass mir das. Lass mir unter den Tisch fallen, unter den Teppich kehren. Es sind die kleinen Stolperfallen, die uns anhalten zum Nachdenken. Es sind diese kleinen Stolperfallen, die uns zum Nachdenken anregen sollen. Kleine Stoppsignale, um nicht einfach so weiterzumachen wie bisher. Dann können wir Stopp drücken. Dass du ausgetrickst wurden. Dem Menschen oder wer auch immer es ist, der dich belogen und betrogen hat. Du hast demjenigen oder denjenigen oder was es auch immer ist, Glauben geschenkt, dein Vertrauen geschenkt. Keiner kann dir das sagen, was falsch und richtig ist in deinem Leben oder wie du dein Leben zu führen hast. Das kann dir keiner sagen von außen. Keiner. Nur du allein bestimmst über dein Leben. Hallo, hallo, ich begrüße dich ganz herzlich zum heutigen Video. Schön, dass du wieder mit dabei bist. Schön, dass du wieder mit dabei bist. Schön, dass du wieder mit dabei bist. Die Nahrung bei Fibromyalgie, CFS, Migräne, und so weiter. Das ist halt das Thema. Ich male jetzt einfach mit den Restfarben, die ich ausgebracht habe. Hey, ups. Du siehst, die Finger haben auch wieder mitgemalt bei mir. Wie immer. Das ist easy peasy. Heute will ich die Herausforderung des Himmels zunächst einmal mit fertig gemischter Farbe, Leinwand zunächst einmal mit fertig gemischter Farbe, die ist fertig zu mischen, fertig gemischt, die es fertig gemischt im Handel zu kaufen gibt. Die ist fertig zu mischen, die ist fertig. Die ist fertig, die gibt es fertig. Diese Farbe ist fertig gemischte Farbe, die ich so fertig gemischt gekauft habe. Der, den,
Der nächste Versuch ist es, auf dem auf dem Keilrahmen ist jetzt der nächste Versuch, den Himmel streifen. Der nächste Versuch auf dem Keilrahmen ist jetzt mit ganz dünner Farbe versuchen, einen streifenfreien Himmel zu malen. Mit Dunkelblau. Ich nehme jetzt erstmal einen Mischpinsel, um das war schon wieder falsch. Normalerweise fängt man mit Weiß an. Immer mit der hellsten Farbe zuerst anfangen. Aber naja, gut. Und Hüftschmerzen und was auch immer. Diese Verspannungen kommen auch aus alten Verletzungen oft. Dir wurde gesagt, du bist nichts wert. Du bist nichts wert, du bist viel zu klein, du schaffst das nicht. Und du wertest dich heute noch ab. Und mit großer Kraftanstrengung versuchst du, perfekt zu sein. Sogar überperfekt. Denn du musst ja, so denkst du, so sein wie andere, so gut sein wie andere und noch besser sein. Das ist sehr wichtig für dich. Ja, hier sind immer irgendwelche Geräusche, aber das ist doch schön so. Es ist in der Natur und die Menschen sehen es nach der Natur und die Natur tut uns so gut. Wir sind mit beiden Beinen auf dem Erdboden und das erdet uns, also es tut so gut. Es ist leicht gesagt, ne? Solche Entscheidungen für oder gegen einen Job zum Beispiel. Klar, manche Entscheidungen sind schwer. Soll ich ablehnen den Job oder soll ich den annehmen? Ich brauche ja das Geld. Also es ist schwer manchmal. In die Natur und dann ist es besser. Und man rafft sich dann auf. Habe ich vorhin schon mal gesehen. Okay. Ach, ist das schön. Ich möchte gar nicht nach Hause, aber jetzt bekomme ich langsam Hunger. Magenmäßig Hunger. Hunger. Oh, eine Wespe auch noch. Hallo. Hallo. Ich begrüße dich ganz herzlich zum heutigen Video. Hallo. Ich begrüße dich. Ich begrüße dich ganz herzlich zum heutigen Video. Der Schmerz der Kindheit. Das passt zum Thema heute. Der Schmerz deines inneren Kindes. Der Weltenschmerzen. Mir ist warm. Hallo. Ich begrüße dich ganz herzlich zum heutigen Video. Schön, dass du wieder mit dabei bist.
Der Schmerz der Kindheit ist immer noch in uns. Das war jetzt zufällig hier, also dass die Kinder und der Weinende vorbeigekommen ist. Das war zufällig. Aber es passt zu dem Thema. Unser Schmerz der inneren Kinder, die inneren Kinder sind ja immer noch in uns. Und dieser Schmerz, der ist noch in uns. Ganz verborgen oft, ne? Hallo, ich begrüße dich ganz herzlich zum heutigen Video. Schön, dass du wieder mit dabei bist. Hallo, ich begrüße dich ganz herzlich zum heutigen Video. Schön, dass du wieder mit dabei bist. Hallo, ich begrüße dich ganz herzlich zum heutigen Video. Zu diesem Video. Schön, dass du wieder mit dabei bist. Ist das schön? Das blendet. Ja, genau. Wenn das nämlich dort blendet. Hoppala. Hallo, ich begrüße dich ganz herzlich zu diesem Video, zu dieser Wanderung. Schön, dass du wieder mit dabei bist. Seite? Nee. Na doch, so. Ich sehe gar nicht. Mit der Schutzhütte. Ups, und in die Grüne mit reingekommen. Naja, egal. Da wird das dann gleich fürs Grün. Das ist dann unsere Gebirgskette. Oh, der lag im Blau. Ist das nicht herrlich? Das ist doch eine Scheiße. Ja, toll, wunderbar. Wunderhübsch. Soviel zum Thema Spiegeln. Spiegelt sich überhaupt nicht. Das ist der Schwarzwald. So schwarz wie der ist. Das wird nicht halten. Oh, es ist schon. Es ist wunderschön. Und du? Und du bist auch wunderschön. Du bist auch wertvoll. So wie jeder andere auch. Schau mal die Bäume an. Ich zeig sie dir mal. Ist das schön? In diesem Sinne danke ich dir fürs Zusehen heute. Und ich freue mich, wenn du wieder mal dabei bist mit.
Und ich freue mich, wenn du wieder das nächste Mal mit dabei bist. Es ist wunderschön hier. Ich danke dir fürs Zusehen, fürs Zuhören. Alles Liebe für dich und alles Gute für dich. Und bis zum nächsten Mal. Ich freue mich, wenn du wieder mit dabei bist. Weitere Informationen über mich kannst du gerne auf meiner Website www.pausenwege.de bekommen. Du kannst auch gerne meine Bücher dazu lesen. Alles Liebe für dich, alles Gute für dich und bis zum nächsten Mal. Ich freue mich auf dich.